Wir fangen jetzt an mit unserem Vortrag und zwar geht es, ist das quasi eine Generalprobe, denn nächste Woche ist der offizielle Vortrag fürs Ende des Summer of Weather Code. Und zwar haben Pekka und ich uns da beworben, nachdem wir hier bei Heise so eine Nachricht da gelesen haben und dann dachten, ach ja, irgendwie innovative Visualisierung von Daten, das klingt doch nach der perfekten Aufgabe von einer Designerin und einem Data Scientist. Und von 170 Einreichungen wurden dann fünf ausgewählt, unter anderem wir. Yay! Und deswegen haben wir da mitgemacht und jetzt Ja, sind so gut wie fertig. wurden wir ausgewählt, dann mussten wir es auch machen. Genau, das hat dann irgendwie im Mai angefangen und jetzt ist September. Gut, also was ist das ECMWF? Das ist das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen. Das sieht man an der Abkürzung. Beziehungsweise auf Englisch geht die auch Vorhersage. besser auf. Genau, was die machen, ist ja alle möglichen Datenquellen kombinieren. Also jetzt gerade wurde ja von der ESA Eolus gestartet, als wettersatellit der Wind vermisst. Die gucken sich jetzt schon die Daten an und wollen die dann quasi auch in ihre Vorhersage reinpacken. Und ansonsten diese ganzen verschiedenen ja, Satelliten oder auch irgendwelche Wetterstationen auf der Erde. Und die machen halt Wettervorhersagen. Und zwar gibt es da ein ja, High-Resolution Vorhersage, die irgendwie eine, ja, die haben Punkte im Abstand, also auf der kompletten Erdkugel im Abstand von 9 Kilometer und berechnen dafür 10 Tage Vorhersage. Und die haben aber zusätzlich dazu auch noch eine 15-tägige Vorhersage, wobei die Daten da eben, die Datenpunkte 18 Kilometer entfernt sind. Dafür werden davon 51 Stück berechnet. Gut. Das Ganze. Dieses Verfahren, 51 verschiedene, ja, Sachen zu berechnen, das nennt sich dann Ensemble Forecast. Und zwar geht es darum, dass Wetter ein chaotisches System ist. Also jeder kennt ja den Butterfly-Effekt. Das heißt, wenn irgendwo ein Schmetterling die Flügel wackelt, dass dann irgendwo anders dadurch ein Sturm quasi erzeugt werden kann. Einfach weil eine klitzekleine Änderung der Eingangsparameter eine riesige Änderung im Ergebnis verursachen kann. Und deswegen macht man eben bei diesen Ensembles das so, dass man quasi die gemessenen Wetterdaten hat. Die sind ja auch überhaupt nicht perfekt, sondern die berechnen zwar irgendwie mit 9 Kilometer Grids die Wettermodelle, aber man hat nicht alle 9 Kilometer eine Wetterstation. Und um das Ganze auch ja, verarbeiten zu können, verändert man quasi von den gemessenen Daten diese Werte immer so ein bisschen, sodass man 51 verschiedene Startwerte hat. Und dann berechnet man eben diese 51 Modelle. Und der Vorteil daran ist, dass man aus 51 Wettervorhersagen Wahrscheinlichkeiten ablesen kann, die man aus einer einzelnen Wettervorhersage nicht ablesen kann. Und eingeführt wurde das 1992 beim Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen. So, das. Ja, also die Aufgabe, die wir bekommen haben, war sehr, sehr offen gestellt. Das ging halt wirklich, die Aufgabe war im Prinzip nur Innovative Visualization, also angucken, was es bisher an Visualisierung gibt und dann neue Visualisierungen dieser Daten entwickeln, die für Laien interessant und lesbar sind. Also die Wetterdaten, die das ECMWF aufbereitet, sind halt so, dass das nur Experten lesen können, auch auf deren Homepage. Und die haben halt gesagt, guckt einfach mal, was es so gibt und wo man vielleicht auch noch ein Potenzial hat und entwickelt mal irgendwas Neues. Und so eine so offene Aufgabe ist natürlich total anstrengend, weil ja, wir haben uns explizit als Leute beworben, die nicht in der Meteorologie sind, in der Metrologie, um halt sagen zu können, wir haben dann einen anderen Blick drauf, aber natürlich haben wir auch gar keine Übersicht darüber gehabt, was es eigentlich schon gibt. Wir haben uns dann da eingearbeitet und haben selber uns vier Projekte ausgedacht, die halt entweder auf Sachen basieren, die die schon bereitstellen oder die wir halt als irgendwie Bedarf erkannt haben. Das erste Projekt, was wir uns überlegt haben, war die Sea Level Pressure Map zu überarbeiten. Wenn man auf die Landingpage vom ECMWF kommt, dann gibt es da diese Map
ohne Erklärung, ohne Legende, ohne alles. Ein Meteorologe kann sich da jetzt was draus reimen, der sieht jetzt, wie das Wetter wird. So. Wir jetzt nicht so. Wenn man da jetzt draufklickt, kriegt man aber auch nicht wirklich mehr Infos. Da wäre halt eine Option gewesen zu sagen, wir nehmen das, was es schon gibt und überarbeiten so, dass es halt für interessierte Laien verständlich aufbereitet ist. Also hier gibt es zum Beispiel diese Linien, die halt Druckgebiete darstellen und wie nah die Linien beieinander sind, zeigt halt die Extreme des Wetters an. Also da wird es halt unangenehm zum Beispiel. Und das wäre halt eine Idee und vor allem, die wollen halt auch, dass sie zeigen können, wie gut ihre Ensemble-Vorhersagen sind. Das heißt, wir haben uns auch überlegt, es wäre cool, wenn man nicht nur in die zukünftigen Tage auf dieser Karte gucken kann, sondern auch in die Vergangenheit und dann Abgleich sieht mit, das haben wir vorhergesagt und so ist es tatsächlich eingetroffen. Dann war unser zweiter Vorschlag, Will it rain? Wir kennen ja alle den Regenradar, aber man muss sich halt auch geografisch ein bisschen auskennen und auch schon Erfahrungswerte mit dem Regenradar haben, um den gut lesen zu können. Also zum Beispiel, wenn man hier in der Region wohnt und dann ist irgendwie am Harz was los, dann kann man sich vielleicht denken, wenn das in Richtung Süden zieht, dann kommt das nicht mehr zu uns. Aber man hat oft genug die Situation, irgendwie der Regen ist in Hannover und dann weiß man nicht, ob der noch bis hier rüber wandert oder sich da abregnet. Und da wäre halt eine Option, sozusagen eine App oder eine Anzeige zu haben, regnet es hier in den nächsten 10 Minuten, wenn ich jetzt nach Hause gehen will, oder sollte ich den Regen erst lieber noch abwarten? Zum Beispiel, wenn man auf dem Regenradar sieht, hier ist eine Wolke, es hat gerade ein bisschen geregnet, man kann nicht einschätzen, ob das jetzt schon alles war, oder in 10 Minuten kommt noch der Rest runter und dann ist man gerade losgegangen. Das war unsere zweite Idee. Also im Prinzip eine kurze Abfrage, regnet es jetzt gleich oder sollte ich warten? Dann gibt es eine ziemlich coole Seite, die das ECMWF macht, das ist Windy. Das wird scheinbar bei Kitesurfern und Leuten, die was mit Fliegen machen, Segelflieger, es ist sehr beliebt. Ja, genau. Die Seite kann halt alles Mögliche anzeigen. Also hier, das, wofür es gemacht wurde, ist halt Wind, Windstärke und Windrichtung. Mittlerweile kann es auch Regen und Gewitter, die Temperaturen, Wolken, Wellen, Blitze anzeigen. Und da hatten wir ein paar kleine Verbesserungsvorschläge. Zum Beispiel ist es halt so, wenn man jetzt dazwischen wechselt, dann fadet es, also sagen wir von Wind zu Temperatur oder so, dann fadet es halt ein und aus, sodass man nicht so richtig vergleichen kann, was das vorher und nachher war. Also man kann nicht so ein Zack-Zack, sondern es ist immer erstmal einmal weg und dann wieder da. Und die Seite ist halt auch, sieht jetzt so auf den ersten Blick total übersichtlich aus, sieht aber super viele total coole Funktionen, die man gar nicht erahnt, wenn man jetzt hier ist und die so ein bisschen versteckt sind und die man halt vom User-Interface-mäßigen überarbeiten könnte. Das hat halt Meteorologen gemacht, die das halt auch grafisch total cool haben, aber hier und da mit dann doch sehr davon ausgehen, dass das Leute da drauf landen, die schon wissen, was sie tun. Genau, das war halt so ein wir machen, was ihr habt, ein bisschen besser. Und unsere vierte Idee war, dass man ein Meteogramm macht, also das, was wir als so eine Wettervorhersage kennen, die nicht nur halt die Wettervorhersage als so ein Absolut zeigt, also sowas wie in 5 Tagen, so ist es mittags um 3-5 Grad, sondern auch die Ensembles zeigt, also damit auch Tendenzen und Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, dem Benutzer sozusagen die Möglichkeit gibt, sich selber noch weiter zu informieren und eine eigene Einschätzung zu treffen und nicht eine absolute abgeleitete Wahrheit irgendwie annehmen zu müssen. Ja. Geh mal zurück, bitte noch. Also, entschieden, soll ich das jetzt schon sagen? Was? Soll ich jetzt schon sagen, wofür wir uns entschieden haben? Ja, ne? Das, wo es kein Beispiel gibt. Genau, also wir haben uns für die vierte Aufgabe entschieden. Die erste Aufgabe war auch eine, die wir dann mit in die zweite Runde genommen haben. Es war dann zwischen den beiden hinterher die Entscheidung. Das hier fanden sie halt auch ziemlich gut, auch sehr sinnvoll. Hierfür fehlen die Daten. Und hier haben wir gemerkt, da gibt es zwar Verbesserungen, aber das ist an sich schon ein mega geiles Teil, das super beliebt ist, an dem ständig gearbeitet wird.
Da reicht es, wenn wir unsere Vorschläge mal einreichen und die das selber reinbauen. So, da, das ist halt ein ewiges Work in Progress. Also da konnten wir jetzt nicht mehr so viel zaubern. Ja, also wir haben uns entschieden, eine 15-Tage-Vorhersage, die Wahrscheinlichkeiten mit anzeigt und damit halt auch vielleicht das Vertrauen in Langzeitvorhersagen ein bisschen stärkt, weil sonst ist man immer so, ich habe in 2 Wochen Urlaub oder ich will in 2 Wochen eine Grillparty machen, ich gucke in die Wettervorhersage, da steht, sieht ganz gut aus und an dem Tag ist dann doch ein Schauer. Das verletzt ja mein Vertrauen in die Vorhersage. Aber wenn ich halt eher eine Tendenz für den Tag sehen kann in 2 Wochen, sowas wie, sieht zwar ganz gut aus, aber wenn es anderes Wetter wird, dann wird es wenn dann nur schlechter. Das ist ja auch was, womit man gut arbeiten kann. Wir haben jetzt hier mal so ein paar Beispiele davon, wie Meteogramme normalerweise so aussehen. Das hier ist so ein klassisches Beispiel. Also hier ist jeweils so der Tag in einer Zeile. Und hier ist es halt schon so, okay, wir sind in 2 Universen, die parallel laufen gleichzeitig. So, in einem Universum ist es 30 Grad und in dem anderen 15 Grad. Das ist jetzt natürlich, wir wissen das als Menschen, die sich mit irgendwann schon mal eine Wettervorhersage angeguckt haben. Das hier ist jetzt die Höchsttemperaturlinie und das ist die Tiefstemperaturlinie. Und normalerweise geht man davon aus, wahrscheinlich ist die Tiefstemperatur nachts und die Höchsttemperatur tags. So, aber an so einem Tag hier kann es natürlich auch sein, dass 3 Uhr nachmittags Gewitter ist, die Temperatur fällt schlagartig von 30 Grad auf 15 Grad. Das kann ich hieraus überhaupt nicht erkennen. Also das ist schon mal so ein Problem, das haben erstaunlich viele Webseiten, dass sie halt die Temperaturen so parallel darstellen und man halt, wenn dann irgendwie so eine super detaillierte, lange Liste haben muss mit der Temperatur pro Stunde, um dann herauszufinden, ist diese Temperaturschwankung hier Tag-Nacht oder passiert das an dem Tag durch das Gewitter? Den Anwendungsfall hatte ich tatsächlich auch schon, dass wir ans Meer gefahren sind und ich dann vorher geguckt habe, irgendwie ist da Wettergefälle und erst bei dem Ensembles angucken war dann klar, okay, das ist irgendwann nachmittags ein Gewitter, das die Temperatur fallen lässt und es lohnt sich nicht ans Meer zu fahren. Sowas. Der nächste. Ja, das hier ist ganz cool, das gibt halt die Bandbreite an, so was es werden kann. Zwischen 19 und 29 Grad, das heißt, ich habe schon mal mehr diese Tendenz, so was ja auch so ein bisschen auch aus einfach Erfahrungswerten fast, so was wie im Juli wird es wahrscheinlich nicht unter 0 Grad fallen, also wahrscheinlich ist das hier schon 13 Grad schon ganz sinnvoll. Aber das, und es sieht sehr stylisch, sehr reduziert aus auf den ersten Blick, gibt es schon irgendwie eine Aussage, aber es sagt mir natürlich auch nichts darüber, wann ist denn 29 Grad? Wann ist denn 19 Grad? Ist das über den Tag verteilt? Fangen wir mit 29 Grad an, wird es 19 Grad? Also gibt mir auch noch sehr wenig Informationen, aber dafür gibt es immerhin schon mehr so eine generelle Tendenz und nicht so ein Absolut, dass es das nicht gehalten werden kann. Ja. Darf ich da ganz kurz was fragen? Ja. Heißt das unten, das ist das am weitesten zeitlich entfernte? Ja. Ja, also die quasi das, was in der Nähe liegt, da haben sie eine riesen Spanne und ja. Die weitere in die Zukunft gucken, dass du genauer könntest vorhersagen. Ich glaube, das ist eher Zufall. Das in kann manchmal Fall. Passieren, ja. Das es gibt so Fälle, da ist es, gerade wenn es zum Beispiel gewittern soll, aber die nicht wissen, wann, also sagen wir mal, in den nächsten 3 Tagen gewittert, aber es kann einer von diesen 3 Tagen sein, dann ist für die nächsten 3 Tage das total ungewiss, aber danach können sie es plötzlich wieder sehr spezifisch vorhersagen. Also kann gut sein, dass sie halt hier irgendwo ein Gefälle erwarten. Nee, hier, da. Achso, ja, genau. Und dann da, und von da geht es dann stetig bergab. Aber man weiß nicht so richtig, wann es losgeht, sozusagen. Genau, das hier ist von Kachelmann-Wetter. Kachelmann-Wetter ist unter den deutschen Webseiten, jetzt würde ich nach der eingehenden Analyse sagen, die definitiv grafisch am besten ausgestellteste. Da kriegt man halt wirklich alles. Speist auch direkt die Daten vom ECMWF und gibt die hier als Ensemble-Ansicht an. Also wir haben hier halt diese, hier wird halt, kann man diese Bandbreite sehen, also es wird halt irgendwie so von bis zwischen 20 und 27 Grad, würde ich so sagen. Und da kann man auch erkennen, dass es hier nach hinten hin immer chaotischer wird. Also da kann man weniger präzise was vorhersagen. Man kann aber schon eine Tendenz sehen. Also ich muss in der Zeit potenziell nicht meine Blumen vom Balkon reinholen, weil die Allerheiligen
wir haben keinen Einfluss, es wird nicht mehr unter 0 Grad. Solche Sachen. Seit vom Mai. Da gab es dann. Hm? Was ist jetzt da die blaue Linie? Ist das auch die Tiefstemperatur? Oder? Nein. Das Nein. ist der Median. Die blaue Linie ist der Median von den 51 Ensemble-Membern und die rote ist der hochaufgelöste. Okay. Ja, genau. Und der Median ist dann auch das, was wir meistens so abkriegen, als wenn man so eine einseitige Vorhersage hat, da steht halt irgendwie am 2. Juni wird es 25 Grad. Ja, entweder den Median, wenn es halt 15 oder 16 Tage Vorhersagen sind, oder halt einfach nur den High Resolution Forecast. Ja. Die sich ja am Ende zum Beispiel sehr stark unterscheiden. Ja. Genau. Ja. Und dann haben wir uns halt auch angeschaut, wie das immer so gemacht wird. Es gibt natürlich auch immer wieder Projekte, um diese Ensemble-Forecasts darzustellen. Und dann ist auch das Problem, man hat ja noch verschiedene Informationen, also Regen, Wolken, was ist das dritte? Wolken, Wind. Wind. dann hat im Prinzip jedes davon irgendwie nochmal eine eigene Sprache. Also ich habe nicht... kann das nicht richtig vergleichen. Die Webseiten sind immer alle sehr bunt, dann noch Icons und dann ist die Wettervorhersage an sich irgendwie regenbogenfarbig und so. Und das ist immer sehr viel und sehr uneinheitlich. Und damit haben wir einen total innovativen, groundbreaking Ansatz gefunden. Wir behandeln gleiche Dinge gleich und lassen gleiche Dinge auch gleich aussehen. Was einer der Urgrundsätze des Designs sind, woran man erkennt, dass Webseiten zu Wetter nicht von Designern gemacht werden. Also wenn zum Beispiel eine Unsicherheit irgendwie dadurch dargestellt wird, dass sich die Farbe ändert und bei der Temperatur wird aber die Temperatur durch eine Farbänderung dargestellt, dann ist es schon mal sich widersprechende Informationen, einfach fürs Auge. Da muss ich halt sozusagen immer erst umschalten und mich in eine Legende reinlesen. Wenn ich aber einmal am Anfang erkenne, die Farbe ist immer durch eine Temperaturänderung dargestellt, beziehungsweise andersrum, die Temperaturänderung ist immer farbig. Da ändert sich die Farbe, wenn sich die Temperatur ändert. Und das zieht sich dann durch alle Vorhersagen durch. Dann muss ich keine Legenden mehr lesen, dann ist da halt alles weiteres folgt auch intuitiv einfach verständlich. Also das sind so Sachen, die für so eine gewisse Barrierefreiheit sorgen auf einer Webseite, die man beim Bauen vielleicht gar nicht bedenkt, aber als wenn man das erste Mal auf so einer Webseite landet und man denkt erstmal so, was ist hier los, dann ist das meistens dadurch, dass zu viel Information unterschiedlich gecodet ist. Ja. Gut. Jetzt die spannende Frage, was haben wir eigentlich getan? Ja, außer analysiert. Okay, und zwar haben wir im Internet recherchiert, wie machen andere Fachbereiche das mit der Unsicherheit und haben dann festgestellt, eigentlich gibt es da im Wesentlichen nur Weilenplots und Boxplots, die wir jetzt erstmal nicht erklären werden, weil das ist, was im Prinzip jetzt schon gemacht wird, das ist ja komplett nicht zugänglich. Gut, eine Idee, die jetzt auch frisch aus diesem Jahr war, ist, es gibt sogenannte Bivariate Maps, das heißt, man nimmt zwei verschiedene Farben und die Kombination aus diesen beiden Farben, also quasi gelb und lila, und macht dann einmal diese Farbskala quasi von lila bis gelb, soll quasi den Wert in die eine Richtung machen und dann die Farbskala von oben nach unten macht dann einen Wert in eine andere Richtung. Das kann man für verschiedenste Daten benutzen, die halt, wenn man zweidimensionale Daten in einer Karte zum Beispiel darstellen möchte. Dafür ist diese Bivariate Map schon aus dem 19. Jahrhundert überliefert. Damit wurden zum Beispiel die Menge an, wie viel Rindvieh und wie viel andere Tiere in Bayern angebaut wurden, im 19. Jahrhundert dargestellt. Und die Anwendung auf Unsicherheit besagt im Prinzip, dass man jetzt quasi den Farbcode nimmt für den Wert und das Shading für die Unsicherheit. Und der Teil, der jetzt neu war, hier 2018 von Coll et al., war gut. Wenn wir jetzt hier diesen Unsicherheit, also wenn wir jetzt eine hohe Unsicherheit haben, dann kann es ja zum Beispiel sein, 30% der Werte sagen, es soll gar nicht regnen, 30%
sagen, es regnet extrem viel, 30% sagen, es regnet so ein bisschen und 10% liegen nochmal irgendwo ganz anders, dann ist es nicht so einfach zu definieren, welchen Wert man jetzt eigentlich nehmen soll, weil theoretisch gesehen passen dann ja irgendwie 3 von den 4 Werten. Und deswegen hat man sich dann gedacht, wir machen das Value Suppressing, das heißt, wenn die Unsicherheit zunimmt, machen wir weniger verschiedene Farbcodes. Und genau, das heißt, man gaukelt nicht irgendwie eine Sicherheit vor durch die B-Rate Maps, sondern man sagt eindeutig hier, das ist einfach nicht klar, welche Variante passiert. Und das wird auch so dargestellt. Auf Wetter angewendet ist das allerdings, dann funktioniert das noch ein bisschen anders, weil im Zweifel ist es so, eigentlich interessiert es einen, regnet es oder regnet es nicht. Dann hat man wieder nur noch 2 Dimensionen und dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, ob es ein bisschen regnet. Und dann ist es wichtiger, dass man doch sagt, es regnet. Und deswegen, und weil irgendwie Farbcodes auch nicht so cool sind, haben wir uns für Wetter dieses Konzept genommen und nochmal umgebaut. Bei uns steht das P nicht mehr für Farbpalette, sondern für Piktogramm. Das sieht dann ungefähr so aus. Genau, also wie man sehen kann, haben wir jetzt auch so ein Pizzastück, das halt 3 Mengen, also 3 Werte von Wahrscheinlichkeit abdeckt. Wir haben halt in diese Richtung, wie wahrscheinlich trifft etwas zu, und in die Richtung, was trifft eigentlich zu. Also fange hier an mit, ich brauche keinen Regenschirm, es regnet nicht, zu, es regnet leicht, aber ich brauche eigentlich keinen Regenschirm, bis es regnet ausreichend für einen Regenschirm und es gießt wie aus Eimern. Und wenn man das runterbricht auf, wir haben so mittel viele Daten dazu, kann man halt sagen, tendenziell regnet es gar nicht bis kaum. Ich brauche also tendenziell eher keinen Schirm. Oder tendenziell regnet es in irgendeiner Form und ich sollte sicherheitshalber einen mitnehmen. Also hier mal so praktische Alltagsinformationen. Und die dritte Variante ist halt, eigentlich wissen wir es wirklich nicht. Das fanden die vom ECMWF nicht so gut. Das sollte man nie sagen. Das mussten wir dann leider zensieren. Aber konzeptionell steht da jetzt immer noch, wir wissen es nicht. Also, es ist ja nicht so, dass wir es nicht wissen. Ja. Wir wissen eine Tendenz und wir können genau sagen, wenn dieses Symbol auftaucht, das unterste, beziehungsweise die unterste Shading-Stufe, dass man auf alles gefasst sein sollte. Also im Zweifel sollte man Regenklamotten dabei haben. Bei dem vorherigen hatte ich ja das Problem, also ich hatte das Problem, dass man quasi an den Einzelfarben, kaum, wenn man nicht den Gradienten hat, eigentlich kaum erkennt, wo man ist. Ja, also man sagt, hier ist ein Bild, sag mir, was das ist. Irgendwie. Hier ist das jetzt gelöst durch die Piktogramme, aber die beiden links sind doch gleich, oder? Ja, die sind, das sieht man jetzt auf dem Bildschirm nicht so, aber hier sind halt die Farben sehr unterschiedlich. Ja, dann ist ja das gleiche Problem. Genau, hier, das hier war jetzt aber auch ein Feedback, dass wir das noch ändern müssen. Genau. Also weil das zu sehr danach aussieht, als wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es nicht regnet. Ja. Tatsächlich ist die Auswahl jetzt hier so, hier, das heißt, es regnet wirklich nicht. Das hier ist bis 1 mm, das hier ist 2 bis 3 und das ist mehr als 3 mm Niederschlag in einem Zeitfenster von 6 Stunden. Genau. Und bei der zweiten Stufe haben wir dann gesagt, gut, wenn das 25-Perzentil schon nicht mehr sagt, dass es sonnig ist, dann nehmen wir immer dieses hier. Das heißt, wenn es ein bisschen regnet, dann ist es nach hier verschoben. Das heißt, das hier deckt mehr eher so diesen Bereich ab. Einfach, um nicht irgendwie ein falsches Gefühl zu vermitteln. Und das Problem, dass man das visuell nicht so ganz unterscheiden kann, haben wir nicht so stark bei den Bivariate Maps, da hat man halt tatsächlich dann eine Karte, die dann irgendwie in so Stücke unterteilt sind und das ist eins helllila und eins dunkellila und das kann dann keiner unterscheiden. Aber bei uns ist das keine Karte, sondern insgesamt weniger Informationen. Das heißt, man kann besser erkennen, was man eigentlich gerade für ein Icon anschaut. Also man kann es auch schon an der Farbe unterscheiden. Genau, das sehen wir gleich, wenn wir irgendwann hier live stehen. Und die Farben sind auch auf Barrierefreiheit ausgelegt. Das heißt, die Farbpalette, die wir benutzt haben, ist so, dass die eine gewisse Menge an Farbwerten abdeckt, die auch für Leute mit Farbenblindheit etc. gut erkennbar sind oder Leute mit generellen Seheinschränkungen, die oder nur schwarz-weiß sehen, hat das alles einen unterschiedlichen Value, heißt dann, den man deutlich unterscheiden kann. Obwohl es alles Blautöne sind. Genau, dann kommen wir jetzt Magie.
zur letzten Folie, die keine Folie ist, sondern ein iFrame. Das ist eine Demo. So, nehmen wir mal Braunschweig. So, 6 Tage. Gucken wir uns mal an, wie die Vorhersage aussieht. Genau, man kann dann auch auswählen Pure Ensemble Data, das sind für 15 Tage. Und High-Res Ensemble Data. Das ist dann auch noch die Variante. Ja, warum ist das jetzt so lahm? Weil du das Bild als Base64-Code rüberschickst. Ja. Gut, also, was ihr hier seht, ist, wir haben das natürlich nicht nur für Regen gemacht, sondern genauso für Wind und Wolken. Mhm. Und man kann sagen, in den allermeisten Fällen ist Wind ziemlich sicher. Ja, schon ganz spannend. Weil in diesem Beispiel ist jetzt tatsächlich auch Regen, oder das ist die nächste Woche, abgesehen von morgen vielleicht, ja, so gut, also quasi nicht regnet, ist auch verdammt sicher. Das heißt, wir können jetzt gar nicht gucken, ob man die Farbcodes vernünftig unterscheiden kann. Aus wir können aber nochmal einen anderen Ort angucken. Ne? Genau. Und man sieht hier auch wunderschön, das hier wird immer weiter ausgefächert und wir haben uns halt entschieden, keine Achsenbeschriftung zu machen, weil wenn hier eine Achse ist, bis dahin findet man eh nicht die Linie vernünftig. Selbst wenn es karierter Hintergrund wäre, klappt das nur so halb. Deswegen stehen hier immer Höchst- und Tiefstemperaturen drin und dann kann man daraus eigentlich sich ein Gefühl entwickeln. Wobei die Höchst- und Tiefstemperaturen auf den Median, das ist die schwarze Linie hier, bezogen sind. Genau. Aber da kann man halt doch, dadurch, dass es halt dann auch hier 6-Stunden-Schritte sind, halt auch sehen, okay, hier fällt es einmal ab, aber die Tiefstemperatur ist dann irgendwie doch morgens um 9 oder so. Bisschen eindeutiger zu lesen. Genau, und ein sehr interessanter Ort heute und die nächsten Tage ist Wilmington in North Carolina. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt aussieht. Das war die letzten Tage extrem interessant. Weil Wilmington gerade von einem Hurricane heimgesucht wird. Das heißt, die letzten Tage war das tatsächlich endlich mal ein Ort, wo Wind mal eine gewisse Unsicherheit hatte, weil es halt nicht völlig klar war. Genau, wir haben dann halt festgestellt, das Wetter wird richtig scheiße. Hier, es könnte einen Hurricane geben. Wir müssen eigentlich halt das Piktogramm hier unten noch ändern, weil die... Das hier sieht viel zu optimistisch aus verglichen damit. Ja. In der Mitte ist das Auge vom Hurricane oder was, wo es auf einmal aufhört, genau in der Mitte. Aufhört zu regnen, kommt. Ja, nee, ja, hier ist der, glaube ich, durch. Nee, ich glaube, das ist hier ungefähr so, hier ist der da, aber es ist nicht klar, wie lange der da bleibt nach Sonntag hin und wann er so richtig losgeht und so. Hier wird dann auch die Temperatur wieder nett. Weil da vorne ist sehr lange sehr stabil, ne? Genau, also da wo Hurricane Start ist, sieht man ja 25 Grad, so. Erinnert sich kaum. Warum ist das so stabil? Also. Ja, wahrscheinlich, weil der Hurricane einfach so viel Luft mitbringt, die einfach konstante Temperatur hat. Ja. Und man sieht hier halt auch, hier ist zum Beispiel unklar, regnet es hier oder nicht, aber nach hinten hin wird das schon wieder sicherer. Also. Wenn der Hurricane weiter weg ist, dann ist die Vorhersage wieder deutlich sicherer. Genau, was jetzt auch noch interessante Orte sind. Wir können auch gleich nochmal den Vergleich mit den High-Resolution-Daten zeigen. Also ich fand Honolulu immer ganz nett, weil es halt zumindest die letzten Male, wo ich das aufgerufen habe, extrem konstantes Wetter hatte. Ja, also das Ganze muss nebenbei halt die Daten immer über eine API zugreifen und deswegen dauert es hier. Wahrscheinlich bin ich auch im Freifunk oder so, ja. Nee, ich bin im Stratum, das wird also eigentlich nicht sein. Aber hier kann man sehr schön sehen, ne? 24, 26, 23, 25, 23, 25. Ja, da ändert sich relativ wenig. Hier kann man jetzt sehen, dass den Farbunterschied. Ja, der Beamer hat echt nicht so schöne Farben. Das klappt auch ein bisschen. Also das hier ist auch eigentlich ein sehr vielfarbiges Logo da oben. Dann kann man sehen, dass man hier gerade nur Matsche sieht. Ja, mir hat den Beamer kaputt gespielt. Ja, und dafür ist hier, ja, es ist ein bisschen windig. Aber sonst halt nicht.
Also wir haben jetzt hier diese Windpiktogramme so gewählt, quasi Windstärken bis 3 werden als Windstille dargestellt, dann 3 bis 6 sind das, was hier zu sehen ist. 7 bis 9 ist dann sehr viel Wind und überall ab 10 ist dann halt einfach Sturm. Ja. Ich glaube, irgendwie so ist das auch definiert. Ja. Und genau, also wir haben jetzt, das hier sind ja unsere Value Suppressing Uncertainty Piktograms. Es gab jetzt aber noch die Idee, ja gut, wir haben ja hier bis zu 10 Tage hatten wir den High Resolution Forecast. Deswegen haben wir da auch noch eine Bivariate Map quasi auf Basis von High Resolution Forecast. Da kann man jetzt nochmal vielleicht wieder Wilmington nehmen. Und anschließend probieren wir mal den anderen Modus aus. Also der Unterschied ist, dass Pure Ensemble Data, die API geht bis 15 Tage, wobei ab 11 Tage man nur noch tägliche Ergebnisse kriegt und nicht mehr 6-stündige, was ein bisschen nervt. Andererseits sind 15 Tage auch ganz schön viel Information. Genau, das hier ist jetzt, wie man hier sieht, genau so eine Bivariate Map, wo dann halt die Skala dann, also das Shading sagt die Sicherheit und das Piktogramm sagt, was sagt der High Resolution Forecast. Und in diesem Fall sind wir halt die gleichen Shading-Stufen wie vorhin, nur dass bei sehr sicheren Sachen wir statt dunkelblau jetzt schwarz genommen haben. Also das hier ist absolut sicher. Das ist scheiß Wetter, ey. Genau. Okay. Vorteil hier dran ist, hier sieht man ziemlich deutlich, deutlicher, dass es Sturm ist, aber das liegt eher an der Wahl der Piktogramme, die wir vielleicht noch ändern müssen. Genau. Apropos, wenn ich nochmal zwischenfrage, ja, klar. Die Sonne, die sieht ja hier mehr so aus wie so eine glänzende Kugel. Warum seid ihr da von so irgendwelchen Standard-Sachen, die jeder kennt, abgewichen? Weil es auch der Mond sein könnte. Weil das der Mond sein könnte. Ja, weil das ja durchaus relevant ist bei Bewölkung, denn wenn du nachts hast, dass du zum Beispiel Sterne sehen kannst. Wenn man dann Sonne und Mond dahin packt, dann ist ganz schön viel los. Also kann man auch einfach nur runde Scheiben machen. Wie viel Meter pro Sekunde ist eigentlich Windstärke 3? Weißt du das zufällig? Windstärke 3 ist irgendwie, ja, ich glaube auch, guck das mal kurz nach. Ich hab das hier im Code. Ist die API wohl das Runterladen öffentlich zugänglich? Die ist natürlich nicht öffentlich zugänglich. Das heißt, ich habe gerade Zugang darauf. Im Moment kann man das auch im Internet, diese Sachen verwenden, aber ich werde diesen API-Key, werden sie mir bestimmt irgendwann abschalten. 3,6 bis 5,6 Meter. 3,6, ja. So viel. 12,9 bis 20,3 km/h. 5,9 ist aber schon eine steife Brise. Steife Brise. Merkt man dann. Nein, es ist eine schwache Brise. Ah! Okay. Wovor ist steifer Wind, falls du das okay. Ja, genau. Also bei Wind war halt auch so die Annahme, ja, im Prinzip gibt es dann die Stufe hier, die dritte Stufe bei uns heißt, ja, das nervt, rausgehen in den Wind. Die vierte Stufe heißt, geh einfach nicht raus. Genau. Was wir jetzt nicht haben, ist die Stufe für den Hurricane. Du solltest natürlich rausgehen, aber möglichst 2 Tage vorher und dann ganz weit weg. Weil das müssen wir nicht transportieren, dafür gibt es lokale Wetterwarnungen. Ja. Oder Gegenkeller. Ja. Genau. Also in diesem Fall gab es ja tatsächlich Evakuierungen für 1 Million Menschen oder so. Das war ja schon ziemlich krass. Genau, das ist jetzt unser Wetterzeug. Im Prinzip könnt ihr noch Orte vorschlagen, die man sich mal angucken könnte oder halt, ja, Fragen. Ja, ihr dürft Fragen stellen. Irgendwas in der Antarktis bitte mal. Hast du einen Ort? Wie heißen denn die Orte in der Antarktis? Wetter, wenn dann, die ganzen Forschungsstationen haben doch alle irgendwie auch eine Wetterstation dabei. Ja. Ich glaube, die eine, die deutsche heißt zum Beispiel irgendwie von Neumauer. Hier, welche kann man jemand Antarktis Latitude Longitude raussuchen und mir sagen? Yeah. Wo ist denn 00? Rate einfach. Sinnvoll. Wo ist denn der? Ist egal. Der Nullpunkt. Und 0. Ja. 180. Dreht sich der Kreis. Ja. Naja, das ändert die Windrichtung. Ja, schauen wir mal. Hier, die Windrichtung haben wir tatsächlich weggelassen.
intentionally, weil klar, Windrichtung, da gäbe es eher eine Unwahrscheinlichkeit, aber da hätte man Intensität und Richtung zusätzlich und die Richtung ist für die meisten Anwendungen, für die normalen Leute nicht ja, relevant. Also meistens will man ja nur wissen, ist es ätzend draußen oder ist es okay? So, das sind die beiden Varianten. Genau, dafür muss man gar nicht rausgehen. Genau, also gut getroffen. Also übermorgen wird es minus 62 Grad. Aber der Wind ist ganz angenehm. Aber bei der Temperatur sind sie sich echt nicht sicher, ne? Also, ob es jetzt minus 50 oder minus 60 Grad wird. Ja. Also ich kann ja mal so eine Bandbreite abtippen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt einen Ort gäbe, dann für den hätte man einen Ort, also eine Höhe nachgucken können. Minus 999 ist quasi für die API das, womit die coden, keine Höhe. Wenn man minus 999 Meter angibt, dann heißt das, man gibt keine an. Und nicht auf genau, der findet jetzt zum Beispiel für unsere Ort auch keine Zeitzone, die da gilt, deswegen ist das hier im UTC. Mist. Ein Ort außerhalb der Zeit. Ja, das ist halt UTC. Ja, hier ist halt auch die Frage, regnet es dann wirklich oder schneit es vielleicht? Ja, also wir haben jetzt keinen Dank von Schneien auf. Wir haben jetzt Eisregen. Also tatsächlich geben die Daten nicht her, ob es schneit, sondern das ist Niederschlag. Genau. Es gibt noch die Information, ob es schneit, also die Höhe des Schnees gäbe es noch als Zusatzparameter, aber da haben wir keine Piktogramme, weil wenn man uns das Ganze wieder in unseren Value Suppressed Uncertainty Piktogramm anguckte, dann kollidiert das ein bisschen mit dem Regen und wir sind uns gerade wenn man nicht weiß, ob es regnet oder schneit, das geht nicht so richtig aus den Daten der API hervor und dann können wir uns auch nicht so richtig entscheiden, was für Piktogramme man dafür machen soll. In diesem Fall mag das offensichtlich sein bei der Temperatur, aber um 0 Grad rum ist das doch sehr ja, man unklar. Man bräuchte auch die Temperatur der Luft auf Höhe der Wolken quasi, ne? Ja, und genau, so sieht das jetzt in einem anderen, genau. In einer anderen Darstellung aus. Also der Unterschied ist bei unserem High-Res-Zeug, dass die Linie dann auch den High-Res und nicht den Median von den Ensembles darstellt. Aber das ist schon witzig an Arktis, das war eine gute Idee. Wir können hier auch nochmal 15 Tage machen, die gehen dann... Nenn nicht 650! Läuft! Ja, sehr gut. Ich will sehen, was dein Programm jetzt war. Ja, es gibt nicht mehr als 15 Tage, von daher wird das funktionieren. Also, wenn jetzt unsicherer Wind. Was? Wenn man jetzt Böen oder sich ständig drehenden Wind hat, ist das dann ein unsicherer Wind? Ja, da, also das hier ist jetzt nur 15 Tage vorher, sage ich, während Antarktis. Also der Wind ist halt, auch wenn er sich dreht, eigentlich relativ sicher, weil er da ist. Und hier ist es halt, bei den 15 Tagen haben wir halt nur noch Höchst- und Tiefstemperatur für einen Tag. Die haben wir jetzt hier halt anders dargestellt als die Beispiel-Webseiten, die wir am Anfang hatten. Sondern das halt auf Nachts und Tags optimiert. Wobei bei Orten, wo wir keine Zeit, lokale Local Time haben, wie hier, ist das mit Unterquark, was da steht. Also man müsste sich hier jetzt Local Time denken und andererseits, wann ist jetzt eigentlich Tag oder Nacht? In der Antarktis. Also, die Hälfte des Jahres immer. Ja, genau. Aber Höchst- und Tiefstemperaturen an einem Tag, 5 Grad Unterschied. Aber ich glaube, das ist egal. Tag oder Nacht? Ja. Genau. Ja, genau. Gab es jetzt noch irgendwelche Ortsvorschläge? Bei den Eltern, im Hurricane-Gebiet, sonst irgendwo Schlimmes. Gut. Fragen? Fährt jemand in Urlaub nächsten 2 Wochen? Edinburgh. Okay, los geht's. Ist das nicht Edinburgh? Wann fährst du dahin? Mitte Oktober. Ach, das so weit geht die Vorhersage nicht. Aber wir können dir eine Tendenz sagen. Dann weiß ich ja, was ich verpasse. Ja, das ist erst die Maus treffen. Edinburgh. Ich hoffe, der trifft auch den richtigen. Ich glaube, das ist irgendwie der Nominatum-Dienst von OpenStreetMap und manche Orte gibt es halt zigfach. Deswegen musste ich bei Wilmington, North Carolina angeben, weil sonst hat man irgendein anderes Wilmington gefunden. Das heißt, du kannst keine Ortsnamen gegen die
E, C, M, W, F, A. Nee, nee, da schmeiße ich Latitude und Longitude gegen. Ja. Und am besten auch Altitude. Ja, das sieht von. Ja, sieht ganz gut aus. Sieht ganz nett aus, ja. Guck mal, wenig Regen, nur am Anfang. Das ist ja very British. Aber es kann halt regnen. Genau, und dann aber tendenziell relativ stabil zwischen tags 13 Grad, nachts 8 Grad und nun wieder mal ein bisschen Regen. Darf ich mal fragen? Ja. Ja. Ihr habt das ja jetzt euch ausgedacht und seid damit vertraut. Also ich gucke da jetzt irgendwie seit einer Viertelstunde drauf und bin immer noch am Wegschwimmen. Okay. Ihr habt jetzt viel mehr Icons, die man lernen muss. Wenn ich mir oben zum Beispiel angucke, du hast eine Wolke mit Sonne, Mond ganz oben, da drüber, ja, und darunter noch eine, aber leicht variiert, mit einer unterschiedlichen Bedeutung. Und genau eine große Wolke ist die jetzt, also man muss das wirklich intensiv lernen, wie ein ABC. Die große Wolke, heißt das jetzt, ist es sehr bewölkt oder ist es einfach bloß... Also wie verrechne ich das miteinander? Ja. Wäre es nicht, ich könnte es mir vorstellen, wenn ich sage, ich habe bloß diese äußerste Reihe und irgendwie ein zusätzliches Symbol, was die Sicherheit angeht, was leicht zu erfassen ist. Mhm. Unabhängig von, ja, auch beim Wind und so, ich habe Probleme, dass, wenn ich das unten sehe, ohne dass ich oben die Legende habe, das umzusetzen. Ja. Und wenn ich mich da jetzt einfach als beliebiger Nutzer sehe, sage ich, das wird zu kompliziert. Ich hätte irgendwie lieber ein einfaches Symbol für die Stärke und ein einfaches Symbol für die Unsicherheit. Mhm. Also, hier hilft's nicht. Genau, also ein bisschen was daran, dass es schwer zu lesen ist, liegt jetzt gerade daran, dass die Farben halt hier sehr... Das war aber das Ziel, da weg von Farben zu kommen. Hast du vorhin gesagt. Genau, aber trotzdem ist es natürlich schon ein Faktor, ob der Kontrast... Hier, ja, ich erkenne den Kontrast. Ich habe Probleme wirklich mit dem, was weiß ich, dieser Wolke mit Mond. Genau. Also bei Wolken ist es auch besonders schwer, weil eigentlich hat man ja so von dem, was man wahrnimmt, eher nur so ein, es ist wirklich, es ist nicht wirklich. Ja. Und da dann halt noch Variationen zu machen, ist auch so ein bisschen eher aus dieser Form oder aus unseren Vorgaben entstanden. Also hier habe ich zum Beispiel das Gefühl, es würde vielleicht auch reichen, den Teil wegzuschneiden und nur das hier zu haben. Also Wolken, keine Wolken. Genau, also das ist jetzt natürlich schon so ein Fall von, man ist mehr so interessierter Laie. Also nicht komplett Laie, sondern ich habe schon Interesse daran zu verstehen, was wie das mit den Wahrscheinlichkeiten funktioniert. Und das halt auch wieder unheimlich viel Informationen, die du anders verpacken musst, wenn du sagst, ich habe ein Icon und da steht dann eine Wahrscheinlichkeit dran oder so, dann hast du halt zum Beispiel Text, der dann anders funktioniert oder du hast ein weiteres Symbol. Man kann auch, was weiß ich, fragen, also das ist, wie man das macht, ohne dass es nervt und dass man es aber hat, das ist auch eine Herausforderung, dass ich das auch nicht mit den Icons beiße und dass es überall zupacken kannst oder so. Genau, also das ist jetzt sozusagen eine Lösung dafür. Aber, genau. Ich finde es jetzt nicht sonderlich leicht, muss ich gestehen. Okay. Bin eine Laie. Also genau. Ich merke auch gerade bei den Regenschirmen, dass ich so ein bisschen Probleme habe, es regnet wenig aus der zweiten Reihe zu erkennen und den es regnet so ein bisschen darüber halt. Ne? Ja, genau. Genau, das ist auf jeden Fall noch zu ändern. Genau, aber das steht auch noch drin. Ich habe Probleme, den Pie-Chart, also den Molten Pie-Chart auf die Symbole unten zu mappen, weil sie gedreht sind. Ja. Genau, das hier ist ja die andere Variante. Die müsste müsste ja eher das sein, was wo dann halt nur der Farbcode die Sicherheit gibt. Ich weiß nicht, sieht es bei den Wolken ein bisschen so aus, als ob die Wolken etwas weißer sind und dementsprechend weniger da sind oder so. Nee. Der Nebel. Ja. Der Nebel ist in den Daten zum Beispiel auch nicht. Ja. Ja gut, also wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist es wahrscheinlich besser zu verstehen, denke ich. Mhm. Aber jetzt so seit den letzten 15 Minuten ist ja, ich finde doch, dass neu alles irgendwie diese mittleren beiden Stufen auf dem Beamer einfach nicht vernünftig zu unterscheiden. Nee, ja, gar nicht. Genau. Das ist echt nicht schön. Also das ist, glaube ich, auch das Problem bei dem anderen, dass das auf dem Beamer echt schlecht funktioniert. Ja.
Und dafür dann die Piktogramme zu ähnlich sind, das stimmt. Ich glaube, das Problem ist auch, dass es für Wahrscheinlichkeit kein so wirklich richtig tolles Piktogramm gibt. Nee, gibt es auch nicht. Also da habe ich relativ lange recherchiert und Wahrscheinlichkeiten darstellen ist halt was, mit dem dich Leute nicht freiwillig beschäftigen. Genau, wir hatten in unserem ersten Entwurf, wenn man jetzt wieder eins zurückgeht, dass bei all diesen unteren jeweils so ein Fragezeichen angedeutet ist. Mhm. Leider, so was ich jetzt raushöre, würde das für euch tatsächlich das Verständnis deutlich erleichtern. Aber das fanden die vom ECMWF nicht so schön, weil das denen eine zu starke Aussage war. So eine zu starke Aussage in Hinsicht, wir haben keine Ahnung. Ja, aber ich fände halt eigentlich für, wie wird das Wetter, wissen wir nicht, ist eigentlich auch eine gute Info. Nein, wir wissen ja nicht, das stimmt ja gar nicht. Wir wissen genau, wir müssen uns auf alles vorbereiten. Ich finde, das ist eine ganz andere Aussage, als wir haben keine Ahnung. Genau. Man bräuchte eigentlich noch zwei Zwischenstufen zwischen Ausrufezeichen und Fragezeichen irgendwie so. Genau, aber das wurde uns dann halt so ein bisschen wegrelegiert. Das ist das Fragezeichen. Aber das könnte man tatsächlich... wäre das natürlich eine Variante gewesen, dass man irgendwie bei den oberen überall irgendwie so eine Art Ausführungszeichen dran packt, beim mittleren nicht und beim unteren immer so eine Art Fragezeichen. Das wäre ja wahrscheinlich das. Und ich finde, Fragezeichen ist halt für die Normalbevölkerung deutlich besser zu verstehen. Vielleicht müssen wir das für den Vortrag auch nochmal wieder zurückändern. Umgekehrtes Ausrufungszeichen, umgekehrtes Fragezeichen und normales Fragezeichen. Genau, also wir hatten das ja hier gezeigt. Das war auch hier. Und das hatten wir bei den anderen Symbolen halt auch. Und ich glaube, das würde wahrscheinlich das weniger nötig machen, da zwischendurch hinzugucken. Ja. Das. Habt ihr Informationen über die Lichtverhältnisse zu verschiedenen Zeitpunkten? Weil wahrscheinlich mal das trägt das keiner am Wetter. Nee, wir haben nur die Total Cloud Coverage. Die Lichtverhältnisse sind, können wir daraus nicht. Ja, wie nimmst du das Wetter? Lichtverhältnisse lassen sich dort tatsächlich statisch berechnen. Also, du müsstest halt Cloud Cover noch irgendwie mit einbeziehen, aber sonst ist ja über das Jahr ziemlich genau festgelegt, wann es hell und wann es dunkel wird. Von daher kriegst du das häufig in den Wetterdaten halt auch nur als, ja, da wird es hell und da wird es dunkel, aber es ist schwer, da das Cloud Cover noch mit einzubeziehen und zu sagen, ja, es wird ein bisschen später hell, weil da sind noch dunkle Wolken am Himmel und deswegen scheint die Sonne nicht sofort durch. Und ja, und so genau sind dann die Daten mit 6-Stunden-Schritten halt auch nicht, weil man weiß dann nicht, sind die Wolken, ja, wie ist die Wolkenverteilung zeitlich dann in diesen 6 Stunden, das fehlt dann auch. Also Vorhersage für Wolkencover ist halt absurd. Ja, weil das ist halt die Sache, wie ich Wetter wahrnehme. Wie viel Licht ist da? Woher kommt das Licht? Kann ich überhaupt feststellen, ob das Licht irgendwo herkommt? Ja. Und die anderen Sachen sind Riecht nach Regen und welcher Teil meines Auges tut weh. Oh. Okay, also brauchst du mir so ein Leitmeteogramm. So, heute leide ich sehr. Und heute ist es angenehm. Ja, so ein Graph, wo ich sehen kann, wann barometrische Drücke am stärksten schwanken werden. Oh. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt lange genug vorgetragen. Ja. Wir geben den Löffel ab. genau, ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank.